Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von East Shade. Ich sollte mein Fahrrad vielleicht auch mitnehmen. Ich bin schon mal hergefahren. In der letzten Folge hatten wir am Ende diesen komischen Bug, wo das Spiel abgestürzt ist. Deswegen bin ich den Weg jetzt erstmal alleine gegangen, weil ich Angst hatte, dass ja das Spiel vielleicht nochmal abstürzt. Ging aber zum Glück. Das Einzige, was mir passiert ist, tatsächlich ist, dass ich mit dem Fahrrad von der Klippe gestürzt bin und da nicht mehr wegkam. Aber gut, kann passieren. Das Erste, was ich jetzt machen will, ist tatsächlich zu den Wurzeln gehen. Und ich möchte gucken, wie das mit der Quest funktionieren würde von den Shees. Mit dem Gift ins Wasser machen. Und ob ich vielleicht jemandem das erzählen könnte von den Wurzeln. Denn das würde ich eigentlich gerne machen. Ich würde die gerne warnen vor solchen Machenschaften. Ich bin gespannt, ob das möglich ist, weil ich glaube nicht... Ist halt immer so eine Sache, fürs LP würde man es gerne machen und zeigen. Andererseits kann ich das einfach, wenn ich normal spielen würde für mich alleine, würde ich es nicht machen. Würde ich das Gift da nicht reintun, egal was das Gift bewirkt. What's the password? Traumland? Come on in then. Hallo, kann ich mit dir sprechen? Nee, leider nicht. War da überhaupt jemand, mit dem ich reden konnte, wirklich? Ich muss mal schauen. Ja, und wenn das nicht gehen sollte, wenn ich wirklich nur das Wasser vergiften kann, dann mache ich das, glaube ich, echt nicht. Weil, wie gesagt, alleine würde ich das nicht machen. Wie würde ich das hier überhaupt tun? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich auch da vorne. Ja, die ist ja eigentlich niemand. Mit der konnte ich, glaube ich, mal sprechen. Ich kann ja mal gucken, ob ich mit der noch mal reden kann. Uah. Boah, das Ding ist komisch. Hallo? It's good to see you. Ja. Die Shees. Nee. Die erzählt mir das nicht. Oh, doch. Sie haben mich beauftragt, euch zu sabotieren. What? What did they ask you to do? Das hier auf eure Teepflanze spritzen. Oh my. This is a step further than they've ever gone. Ugh. I hate that we have to deal with this nonsense. These nonsense people and their nonsense cause. Could I have this vial? I don't know exactly what it does, but I can only imagine it's a virus that will kill our tea vine. Ja, natürlich. Teams Gegengift geben. Thank you. I will have this safely disposed of. Thank you for bringing this information to me. We will have to take extra precautions to protect ourselves and our vines from these zealots. Sheesh. These people have really outdone themselves. Oh ja, das haben sie. As a token of my thanks, please take this book. Oh, sehr cool. It went out of print years ago. I think I've just about memorized everything in it. From one explorer to another, I think some of these brews will pique your interest. Das finde ich ja sehr toll. Wir kriegen sogar was dafür. Sehr schön. Uraltes Gebräu stand da gerade. Aber wo genau ist das jetzt? Hier? Hier. Ah, uraltes Gebräu. Tiefblatttee. Eine kräftige Mischung mit Gewürzen aus der ganzen Insel. Bergwurz, Strangkraut, weißer Blütenbeutel. Könnten wir noch machen. Seeschartee. Eine traditionelle Mischung aus Narwein, dunkles Gebräu mitsamt einer Textur. Ach, uns wird sogar gesagt, was wir denn theoretisch sehen wahrscheinlich, oder? Weiß ich nicht. Hydradistel, ein Zaubertrank, der mit einer Pflanze hergestellt wurde, die heute nicht mehr geerntet werden darf. Schwarzdistel hat allerdings viele Nebenwirkungen. Ja, ich glaube, wir haben davon noch ein paar im Gepäck, wenn ich mich nicht irre. Huch, nein, kann ich bitte wieder... Oh, jetzt habe ich kurz Angst bekommen mit dem hier. Ich wollte mich nicht wieder irgendwo festbacken. Das finde ich schön, dass wir ihr das tatsächlich sagen konnten. Sehr gut. Das beruhigt mein Gewissen ungemein. Und dass wir eine Belohnung dafür bekommen haben, ist natürlich ein netter Nebeneffekt. Ich hätte es aber auch so gemacht. Jetzt würde ich natürlich gerne zu den Shees nochmal zurückgehen und denen das sagen. Also falls wir da nochmal hinkommen, dann würde ich mal da hingehen und mal gucken, ob ich der Sektenanführerin das mitteilen kann, was ich getan habe. Dass ich den Wurzeln geholfen habe und dass die auch ein bisschen durchgeknallt sind. Also ganz ehrlich, eigentlich müsste mit denen ja wirklich mal jemand sprechen. Ich meine, wenn es schon so weit geht, dass die hier Pflanzen vergiften wollen, egal was für eine Art Gift das ist, komischerweise heißt es ja auch Gegengift und nicht Gift, aber ganz ehrlich, das geht zu weit. Also eigentlich müssten wir das
ja, dem Sheriff melden tatsächlich und die festnehmen lassen. Das ist kein Kavaliersdelikt, was die da machen. Ich weiß natürlich auch nicht, ich habe ihr das jetzt gegeben, ohne zu wissen, was sie mit dem Gegengift anstellen wird. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen, ja, ein bisschen übereilt vielleicht gewesen. Vielleicht hätte ich da erstmal überlegen sollen kurz, ob das so gut ist, was ich da mache. Ich weiß es im Endeffekt nicht. Vielleicht gehen die jetzt hin und vergiften die Pflanzen, die er schießt. Ja, das wäre natürlich auch unschön. Es soll ja niemand vergiftet werden. So, Zara has you running around the island like some sort of a unpaid assistant. Was willst du? I know how remote some of those hot springs are. It was no small task. Ich will mit dir gar nicht reden. And to think, you won't see a single glowstone for all your trouble. Ja, ist okay. What a pity for you. Ist voll okay. But the biggest waste here is how utterly pointless your task was. It's just astounding how much energy you cynics waste all to crush the happiness of believers. Or maybe it's to prove yourself that you haven't been missing out on something wonderful, which you have. But I'm no psychologist, I'm just a merchant. Don't mind me. I just bring life and joy to a city full of happy customers. Bla bla bla. Ich glaube, der hat wirklich Angst, dass jetzt ans Licht kommt, was er da eigentlich verkauft. Okay, es schadet nicht, wenn man mehr lernt. Listen here. I will give you 200 glowstones nee. If you give me those hot spring samples. Das sagt doch alles hier gerade. Never say another word to Zara. Ganz ehrlich, dieser plumpe Versuch mit dem Geld, das sagt doch alles. Das zeigt doch, dass er Scheiße verkauft, im wahrsten Sinne des Wortes. Also einfach nur Wasser ohne Wirkung. Willst du mich da gerade bestechen? Absolutely not. I'm trying to save myself the public relations nightmare Zara is trying to cause with all her nonsense. Mhm. Hast du dir leider selbst zuzuschreiben? Ist dein Elixier etwa eine Betrugsmasche? Das klingt so, als wüsstest du, dass du schuldig bist. Ja, zweiteres. You're an absolute fool. Ich habe recht. I know my elixir extends life, as surely as I know the moon will hide the sun tomorrow. But I also know Zara's science won't find anything special in the spring water that will explain it. Dann ist es vermutlich eine Fälschung. Es ist unerklärliche Magie. Maybe. Mhm. Or maybe those university snobs don't know everything. Maybe there's something more to that water. Something they can't see with their microscopes. Something they don't understand. But just because they can't see it with their fancy tests, that doesn't mean it's not magical. You have to trust me on that. Ja? So, are you going to take the glowstones or not? Nein, mach ich nicht. Ich gebe ihm ja recht. Natürlich könnte es sein, dass in gewissen Sachen etwas ist, das wir einfach noch nicht messen können mit den Geräten, die uns momentan zur Verfügung stehen. Auch bei uns im echten Leben. Ich meine, jedes Gerät musste erst erfunden werden, um irgendwas Spezielles zu messen. Natürlich kann es sein, dass irgendwas noch nicht gemessen werden kann, weil wir die Geräte dafür noch nicht besitzen oder die Möglichkeiten. Aber er eben auch nicht. Also wenn die Wissenschaftler hier es nicht messen können, dann kann er es auch nicht gemessen haben. Also kann er nicht wissen, ob sein Elixier wirkt. Und deswegen, nein, lieber Malik. You and Zara are going to rob so many people of Eastshade's greatest gift. Ich meine, die Leute können das ja gerne weiterhin kaufen. Das ist ja ihre Sache. Aber ich werde nicht unterstützen, dass etwas verkauft wird, das er selber gar nicht testen konnte in dem Sinne. Vielleicht glaubt er auch wirklich daran. Ich glaube nicht, weil sonst würde er nicht so reagieren. Aber auch selbst wenn er daran glaubt, wenn zum Beispiel der Affe, der in der Quelle saß und behauptet, er wäre sehr alt, 150 oder was das war, kann er ja auch glauben. Kann ja vielleicht sogar stimmen. Wir wissen es nicht. Aber ja, solange man das eben nicht weiß, kann ich das nicht unterstützen. Dann soll er bitte was erfinden, womit man es messen kann. Ich hätte einfach einmal in die andere Richtung gehen sollen. Ich bin doof. War das jetzt hier? Ja. Mensch. I do love working here in the university. Even though my senior professor Esma can be a bit eccentric at times. How's the hot spring sample collecting going? Ich habe alle. Ich habe alle 5 Proben. You do? Fantastic. That can't have been easy. I understand that some of those hot springs are quite remote. Oh, I can't thank you enough. I'm going to get right to analyzing it.
It shouldn't take long. Come back in an hour if you want to see the results. This could really put that con artist out of business. Klingt gut. Ganz ehrlich, ich brauche dafür keine Belohnung für die Wissenschaft. Der Fortschritt reicht mir und ist mir Belohnung genug. Und vielleicht hat ja Malik auch Glück. Vielleicht kommt ja irgendwas dabei heraus. Irgendwas Gutes, was ihm, ja, seine Theorie unterstützt. Oder generell das mit dir gut macht. Okay. Ich weiß nicht, ob es reicht, wenn ich jetzt einfach irgendwo hier meine Zelte aufstelle und schlafen gehe. Ich bin mir da nicht so sicher. Naja, wir werden es erfahren, wann es fertig ist, weil dann kriegen wir auf jeden Fall die Nachricht. Ich nehme an, dass ich hier nicht einfach mein Zelt hinbauen kann. Ich muss wahrscheinlich schon rausgehen dafür. Ja, also vielleicht hat Malik ja auch Glück, vielleicht kommt irgendwas dabei raus. Wahrscheinlich nicht, dass es ewiges Leben gewährt oder ein verlängertes Leben. Aber vielleicht, dass das Wasser irgendwie doch besonders gesund ist oder für irgendwas gut ist. Antidepressiva oder keine Ahnung. Vielleicht hat er ja Glück und irgendwas kommt dabei raus. Da muss er halt nur seine Verkaufsmasche nochmal ein bisschen anpassen. So, ich würde... Ach, was wir auch machen könnten in der Zeit? Ich meine, wir haben die Teere... Habe ich gerade irgendwas getrunken? Huch, ich habe aus Versehen irgendwas zu mir genommen. Oh, ja, schön. Hübsch. Wirklich hübsch. Dieses Pink. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade getrunken habe, aber es sieht sehr hübsch aus. Hui. Wow. Echt schön. Da hält das Spiel auch nochmal eine ganz andere Note, ne? Mit diesem Filter zum Beispiel durch die Tiffmore-Klippen. Das muss echt schön sein. Oder in der Höhle drin. Wow. Jetzt will ich gern mal, jetzt muss ich mir kurz mal die Landschaft so anschauen. Ich meine, wir haben Zeit, ne? Wir müssen ja eh warten, bis die Frau fertig ist. Dann können wir uns auch kurz mal mit dem Filter was anschauen. Wow, das ist echt schön. Der Filter gefällt mir sehr. Ich wünschte, ich wüsste, was das für ein Getränk war. Falls ich das nochmal für ein Bild verwenden wollen würde. Wow. Das ist echt schön. Ganz ehrlich. Wir können es uns leisten. Warum nicht? Ich meine, das Spiel geht wahrscheinlich auch nicht mehr allzu lange. Warum nicht einfach mal was Schönes malen? Na, vielleicht gar nicht mal ganz so groß. Wartet mal, ich passe das mal hier so ein bisschen an. Ah, guck mal, da ist er schon fertig mit dem Lebenselixier. So würde ich es gerne machen. So, haben wir mal ein schönes Bild für uns gemalt. Ich wünschte, ich könnte die aufhängen. Also ich glaube, es war ja so, oder? Das erste Bild, was wir gemalt hatten damals, als wir das in der Kneipe abgegeben haben. Da hing das dann, glaube ich, in unserem Zimmer über dem Bett. Ich wünschte, wir hätten irgendwie so ein eigenes Zimmer, wo wir die alle, wo wir öfter halt auch wären, aufgrund weshalb auch immer. Keine Ahnung, warum man immer in ein Zimmer gehen sollte. Aber da hätte man sich sicher irgendwas einfallen lassen können, vielleicht für, was soll ich schon sagen, Alchemie, für Teebraun oder so, dass man da in sein Zimmer gehen müsste. Und da könnte man denn das ganze Zimmer mit Gemälden, die man gemalt hat, dekorieren. Das wäre echt schön. Das würde mir sehr gut gefallen. Ich wollte das Bild nochmal anschauen jetzt. Wo ist es? Ganz hinten wahrscheinlich. Oh, das ist echt schön. Oh, wir können ja auch noch, da habe ich gar nicht dran gedacht, wir können das eine Bild auch noch abgeben. Wir sind ja eh gerade hier unterwegs. Ach, und das würde ich auch jetzt echt gerne mal probieren. Hi, Sheriff. They've been covering the city in flyers. Can't say who's got the right of it. The Shes of the Roots. Nee, scheint nicht zu funktionieren. Schade, ich wollte die Shes anschwärzen. Geht wohl nicht. Und ich wollte auch gucken, ob der vielleicht was über den Papa sagt, der verschwunden ist. Macht er leider auch. Oder ob ich dem das mitteilen kann, das geht wohl leider auch nicht. Ich würde gerne was abgeben. Wir haben sogar zwei zum Abgeben. Schöne Bild. Das andere wollte ich eigentlich nicht abgeben. Das ist ja von unserer Mutti, oder? Der Berg. Das haben wir, glaube ich, hier, ja. Das kann ich ihm nicht geben, dann ist unsere Mutti traurig. Okay, was haben wir hier noch? Tiffmore-Ruinen akzeptiert. Eine Eishöhle. Ach Mist, da war ich natürlich schon. Da würde ich jetzt ungern die Mühe auf mich nehmen, nochmal hinzufahren. Das war ja doch schon ein weiterer Weg dahin. Ah, guck, dadurch wäre man vielleicht darauf gekommen, dass da noch irgendwas im Eis sein muss. Indem man den Auftrag liest und denkt, hä, Eishöhle? Hatten wir doch gar nicht. So wäre man vielleicht darauf gekommen,
nach der Ausgrabungsstätte zu suchen. So, und diesmal mache ich es einfacher. Diesmal gehe ich gleich hier lang. Jedes Mal. So, hallo, liebe Sarah. Ein schöner Tag für Science. Du wirst nie wissen, was ich gefunden habe. Das Hotspringwasser ist speziell. Es ist voll von Mineralen. There's one mineral in particular. I can't quite match its particle shape to any other known minerals. It may be a new discovery. Wow. More study is needed, of course. I can't thank you enough for retrieving these samples for me. This could be an important contribution to science. Hui, da musste ich gerade niesen. Ich hoffe, ich kann es rausschneiden. Also wirkt das Elixier doch? What? Oh, yeah. No, definitely not. Melek's elixir doesn't even contain trace levels of hot spring water. It's just city rain water, the stuff we all drink every day. Wow, das ist ja richtig eine miese Nummer. Also ich hatte wenigstens ihm so viel Anstand zugetraut, dass er tatsächlich heißes Quellenwasser nimmt. Ich meine, das ist ja auch nicht so weit weg von Nava, die eine Quelle. Ich hätte nicht gedacht, dass der hier einfach das Regenwasser auffängt. Wow, so ein Drecksack. Aha, wir hatten also recht. Definitely. I did some sample comparisons. Seems like he mixed other things in. Sweeteners and flavorings by the looks of it. Anyway, definitely not the stuff from any of the springs. Totally different mineral profile. Kann ich ihm das sagen? Okay, was machen wir jetzt? I'll be taking this report straight to the Shadian Post. I know a reporter there who will be very interested. Thank you so much for all your help. Oh ja. We've really done some good here. Jetzt ist die Frage, wie sieht es jetzt aus mit dem Passierschein? Oh, that's right. Here you are. Ja. Das heißt, wir können tatsächlich jetzt auf die Spitze des Turms gehen. Wow. Na denn, wollen wir mal? Ich hoffe, das Spiel ist nicht vorbei, wenn ich da hochgehe. Ich hoffe es sehr. Sorry, you can't go up there right now. We're doing some Aber ich darf. Ich darf. Ich habe einen Passierschein. Oh, go right ahead then. Just be careful, okay? There's a lot of folk on scaffolding holding things like hammers, you know? Have a good one. Dankeschön. Oh Gott, ich freue mich. Ich freue mich so sehr. Huch, das war aus Versehen. Ich freue mich so sehr, dass ich aus Versehen Tasten drücke. Komm, ich will da ganz hoch. Hier ist wirklich Renovierung. Kann ich an dem Gerüst hoch? Scheinbar nicht. Da hämmert jemand. Ich kriege keinen Kreativpunkt dafür, dass ich hier auf dem höchsten Aussichtsturm bin. Das ist irgendwie seltsam. Ist das der Architekt von Nava oder der Gründer oder von der Universität wahrscheinlich? Das sieht aus wie ein Wissenschaftler wahrscheinlich. Boah, ist echt cool hier mit den Figuren. Die sind mir von unten auch überhaupt nicht aufgefallen. Jo. Also, lasst uns doch das Bild zeichnen, das Mutti gerne haben wollte. Ich überlege nur gerade, was will sie denn eigentlich sehen? Das hier finde ich eigentlich ganz schön. Ich versuch's mal hiermit. Hallo? Ich würde gern malen. Dankeschön. Am besten so groß wie nur irgend möglich, würde ich sagen. Ich kleine nicht alles drauf, was ich gerne hätte. Geh mal noch ein Stück hier hin. So. Und? Oh, unsere Staffelei ist gleich weg. Bilder zum Andenken, Mutti. Das hat gezählt. Wir können das jetzt dazu fügen. Mutters Bilder gemalt. Und einen Kreativpunkt dafür bekommen. Wow, hier sind so viele schöne Sachen. Mutters letzte Wünsche beendet. Aber was heißt das jetzt? Der Weg nach Hause. Okay, also uns steht jetzt quasi der Weg nach Hause offen. Wenn wir wollen. Ich sollte Nava und Lindo nachsehen, ob es ein Schiff gibt, das mich nach Hause bringen kann. Ja, also wir sind tatsächlich jetzt in der Lage, East Shade, die Insel, zu verlassen. Aber wir gucken mal eben nach. Uns fehlt immer noch der seltene Vogel, der bittere Fisch. Was fehlt mir hier? Thomas und Celi kümmern sich um die Kinder, bis der... Ach ja, der Vater. Hier... Ach, das ist...
Also ich muss ganz sagen, hier mit dem Vogel und dem Fisch ist jetzt nicht das Wichtigste von der Welt. Das könnte man noch weglassen, obwohl ich eigentlich gern alles schaffen würde. Aber das mit dem Vater, das ist mir ein sehr dringendes Bedürfnis. Der Weg nach Hause. Das war's. Die drei Quests, mehr ist es nicht. Ja. Ja, auf. Ganz ehrlich, das kriegen wir jetzt auch noch hin. Ich meine, wir müssen in der nächsten Folge ja auch noch irgendwas machen. Ich meine, wenn ich jetzt einfach direkt zum Schiff gehe und da in 5 Minuten weg bin, ist die Frage, könnte natürlich auch noch mal eine Quest nach sich ziehen. Aber nehmen wir an, wir gehen einfach zum Schiff und weg sind wir, dann wäre die Folge 3 Minuten lang. Ist auch doof. Ich würde auf jeden Fall auch noch gerne mal zum Melek und gucken, ob man den konfrontieren kann mit unseren Befunden. Und das hier auf jeden Fall würde ich das gerne rausfinden. Das heißt, ich würde einfach mal alleine jetzt alle Strände abklappern und gucken, ob der Papa da irgendwo ist. Ich nehme an, dass, also irgendwie ist mein Gedankengang halt so, dass das irgendwo an einem Strand sein muss, dass der da irgendwo angespült wurde und da sitzt. Aber ja, ich nehme fast an, dass der vielleicht auch erst gespawnt wurde, weil sonst habe ich gerade ein bisschen das Problem halt, wir haben uns an Stränden eigentlich schon sehr viel umgeschaut und ihn nicht gesehen. Aber vielleicht ist der jetzt halt erst gespawnt. Ich würde da einfach mal gucken. Die beiden Sachen hier, ja, das mit dem Vogel ist halt so eine Sache. Ich bin der Meinung, dass ich den richtigen Vogel schon porträtiert habe und es nicht funktioniert hat. Vielleicht renne ich da nochmal dran vorbei an dem Baum und gucke nochmal nach. Das mit dem Fisch ist halt so eine Sache. Ich weiß nicht, ob ich Lust habe, den Fisch noch zu suchen. Wir schauen mal. Wir schauen einfach mal mit den drei Quests hier, ob es funktioniert oder nicht. Wenn ich gar nichts finde, dann, ja, werde ich wohl oder übel vielleicht auch nach Hause gehen müssen, ohne die Sachen geschafft zu haben. Aber gerade der Papi, das ist mir ganz, ganz wichtig, den noch zu finden. Also Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gerne ein Like da lassen. Ich fand die sehr ergiebig, sehr interessant. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.